Maddox, der Kurier seiner Majestät des Königs brachte soeben dieses Schreiben. Euer Gnadengesuch ist abgelehnt worden. Nein, ihr werdet es nicht wagen. Oh doch, Maddox. Hunderte von Unschuldigen habt ihr im Laufe eurer Amtszeit als Richter zum Tode verurteilt. Und als ob euch das nicht gereicht hätte, seid ihr nachts heimlich durch die Stadt geschlichen, um wahllos Menschen abzuschlachten. Das ist nicht wahr, ich habe... Gott hat euch überführt, euer Leugnen ist sinnlos. Wenigstens habe ich die Dinge in die Hand genommen. Seht euch doch den Abschaum an, von dem es auf unseren Straßen nur so wimmelt. Landstreicher, Diebe, Gesindel. Sie verschandeln unsere Häuser, vergewaltigen unsere Frauen und morden unsere Kinder. Ich habe unsere Stadt verteidigt. Ich habe meine Pflicht getan. Es hat euch Spaß gemacht, die Menschen zu töten. Zerstückelt habt ihr sie. Ich habe meine Arbeit nur mit der gebotenen Leidenschaft verrichtet. Du hast kein Recht zu morden. Beruhigt euch, Lionel. Verschwendet eure Kraft nicht. Dieser da wird sich bald vor einem höheren Gericht verantworten müssen. Ja, ihr habt recht. Pfarrer? Ja, Mr. Parker? Lasst den Pfaffen aus dem Spiel. Schafft ihn raus. Ich würde euch nicht raten, den Trost der Kirche abzulehnen, Richter Maddox. Hau ab, du verlogener Hurensohn. Deine Anwesenheit beleidigt mich. Nun gut, wie ihr wollt. Möge Gott eurer Seele... Dein Gott will schon lange nichts mehr von mir wissen. Allmächtiger, er hat den Verstand verloren. Vielleicht schon vor langer Zeit. Los, Henker, bring ihn zum Galgen. Da ist er! Verdammt seist du, Maddox! Mach Platz, Leute, aus dem Weg! Hängt den Bastard, hängt ihn auf! Euch werde ich auch noch holen. So geht doch zur Seite! Macht es langsam, damit er leidet! Ja, keine Falltür! Zieht ihn einfach hoch! Tötet das Schwein! Tötet das Schwein! Ruhig, Leute, bleibt ruhig! Hier, Maddox, die Stufen rauf! Ihr alle werdet dafür noch zahlen. Ihr alle. Nun macht zu! Häng den Dreckskerl! Stell dich dort auf die Falltür. Ich weiß, wo ich mich hinstellen muss. Henker, leg ihm die Schlinge um den Hals. Willst du eine Augenbinde, Maddox? Den Teufel will ich. Bist du soweit, Henker? Ja, Herr. Hast du noch etwas zu sagen, Maddox? Ja, auch wenn ihr mich jetzt tötet. Ich werde wiederkommen und ich werde keine Ruhe finden, bis der letzte von euch unter der Erde liegend von Würmern zerfressen wird. Genug jetzt, das reicht. Vom heutigen Tag an seid ihr verflucht. Ihr, eure Kinder und eure Kindeskinder. Walte deines Amtes, Henker. Ja, mach nur, leg den Hebel um, schick mich in die Hölle. Man erwartet mich dort. Satan wird... Seht, sein Genick ist nicht gebrochen. Er lebt noch, er lebt. Mein Gott, schneidet ihn ab. Nein, lasst ihn hängen. Aber das ist unmenschlich. Er bekommt das, was er verdient. Lionel, nicht. Ihr müsst ihn abschneiden, sonst... Es ist vollbracht. Er strampelt nicht mehr. Allmächtiger. Er ist tot. Maddox ist tot. Was haben wir nur getan? Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Das Scheusal kann uns jetzt nichts mehr anhaben. Er hätte so nicht sterben dürfen. Es war Fügung. Gott alleine weiß, warum es so gekommen ist. Ihr glaubt, Gott hätte den Richter leiden lassen? Wie könnt ihr es wagen, euren Rachedurst mit Gottes Willen zu verwechseln? Was war das? Ein Gewitter. Das ist unmöglich. Am Himmel ist keine Wolke zu sehen. Oh nein. Das war Maddox. Was redet ihr da? Habt ihr den Schrei denn nicht gehört? Was war der Wind? Was für ein Wind? Ich weiß auch nicht. Ein Blitz ist in den Galgen eingeschlagen. Das Gerüst bricht! Oh Gott! So helft ihnen doch! Wir müssen den Männern helfen! Ja los, was mit an? Schnell! Ja! Hier! Los! Hier ist der Henker! Lebt er noch? Wartet, er... Nein! Er ist tot! Sie sind alle tot. Der Richter hat sie geholt. Was redest du da, Weib? Schaut doch nach oben! Die Sonne scheint, das war kein Gewitter! Männer! Maddox ist weg! Tatsächlich. Er ist nicht mehr da! Herrgott Maria...